Es ist mal wieder Zeit für Gang Tycoon. Ja, ich weiß, das letzte Video ist schon ein bisschen länger her. Aber ich habe die ganze Zeit das Mr. Lux Spiel gemacht und das brauchte meine volle Aufmerksamkeit. Aber jetzt arbeite ich wieder mit 100% Leistung an Gang Tycoon. Ich will ja schließlich auch das Spiel veröffentlichen. Dafür muss es aber auch gut aussehen. In den letzten zwei Videos habe ich schon damit angefangen, das Ganze schöner zu machen. In diesem Video möchte ich endlich mit dem ganzen Polishing fertig werden. Deswegen habe ich als erstes auch wieder ein paar Animationen gemacht. In der zweiten Fabrik gibt es jetzt auch Arbeiter, die dort an den Workstations das Pulver herstellen. Ich habe versucht, möglichst zu variieren, bin aber auch noch nicht so ganz zufrieden. Die Animationen sehen ein bisschen komisch aus und es braucht einfach noch ein bisschen Arbeit. Ich werde das später auf jeden Fall nochmal neu animieren müssen, aber jetzt für den Anfang reicht das erstmal. In der dritten Fabrik gibt es jetzt auch sich bewegende Arbeiter. Diese malen die Samurai an. In diesen Samurai wird dann nämlich auch das Pulver versteckt. Dadurch, dass die Fabrik eh so klein ist, habe ich auch nur zwei Arbeiter dort hinzugefügt. Nun war ich mit den Animationen für die Fabrik fertig. Zum Testen habe ich noch eine Wache am Tor hinzugefügt, bin mir aber nicht so sicher, ob die dort bleiben soll. Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Apropos Meinung. Ich habe in letzter Zeit so viel Feedback über Discord oder in den Kommentaren bekommen, es ist einfach unglaublich. Vielen Dank dafür. Es freut mich, dass das Spiel so gut ankommt. Ich verspreche, dass ich nochmal extra ein Video machen werde, in dem ich komplett nur auf euer Feedback eingehe. Zu guter Letzt habe ich aber noch ein paar Verschönerungen hinzugefügt, wie zum Beispiel Staub in den Fabriken oder Glühwürmchen bei den Lampen. Es macht zwar nur einen kleinen, aber dafür einen guten Unterschied. Um noch ein bisschen mehr Sound zu haben, hört man jetzt auch die Autos losfahren, wenn sie fahren. Das war natürlich nicht alles, was ich gemacht habe. Ich habe auch noch ein paar Bugs gefixt und es einfacher gemacht, auf die Objekte zu klicken. Aber sowas in diesem Video zu zeigen, wäre zu viel und auch zu langweilig. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. So langsam bin ich fertig mit dem Polishing und werde mich als nächstes dran machen, eine Story zum Spiel hinzuzufügen. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch gerne den Kanal und like das Video. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.